Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront. Tja, nachdem wir gerade ein ganz knappes Heldengefecht, Boba Fett gegen Han Solo, und bei dem die Allianz mit Han Solo gewonnen hat, ja, nachdem wir das beendet haben, geht's nun weiter mit Schlacht auf Endor. Du warst Boba Fett? Ich war Boba Fett. Ist mir gar nicht aufgefallen. Klar, der Typ, den gut der da. Ja, ja, ich habe immer noch Leute auf die, also vor mir, niederfallen sehen. Freunde nennen ihn Bobsy. Bobsy, ja, okay, ja. Ja gut, Schlacht auf Endor. Mhm. Ja. Ach ja, Endor war der, wo wir uns im Trainingsmodus so blamiert haben. Ja. Aber da kommt noch ein zweiter Versuch, Leute. Machen wir noch. Ja, das machen wir auch. Okay, ich starte. Das schaffen wir noch. Auf geht's. Weg da. So. So. Split Screen. Ja. Oh. Ja. Endor, da. Mhm. So. Ist gerade ein Ewok durchs Zimmer gerannt. Ja, glaube ich auch. Ich will wieder das Imperium sein, weil ich sowieso verliere und das Imperium verliert immer. Gut. Und ich mag ja die Uniform der Stormtrooper. Der Stormtrooper. Stormtrooper ist jetzt nicht ein Song von Iron Maiden? So. Oder du willst wieder das Imperium, ja? Ja, die geilen. So, ich glaube. Vielleicht sollte ich mir eine kräftigere Wumme holen. Oh nein. Weil jetzt müssen wir wieder einen. Und es gibt die Armbrust. Die Armbrust ist blöd. Dann nehme ich lieber Scout und... Was gibt's denn hier noch Cooles? Schwerer Blaster. Ich glaube, das nehme ich mal. Na, ich glaube, ich bleibe beim E11. Der ist, ja? Ist bewährt. Okay. So, Scout. Zielschuss, Scan-Impuls, Speerfeuer. Ach, oh, scheiße. Kontaktgranate. Scan-Impuls. Das ist, glaube ich, dann siehst du einfach, wo die Leute sind. Aber bei denen, die Maps sind so klein, das sieht man sowieso ja. Immer. Ja. Okay. Okay. So. Auf die Fresse. Vielleicht können wir einen Ewok erledigen. Mhm. So. Und es regnet draußen. Oh, das sieht cool aus. Das erinnert mich irgendwie an Alien Isolation hier. Alien Isolation, ganz großartiges Spiel. Sind wir beide große Fans von. Wer mag es noch? Schreibt's in die Kommentare. Ja. Ich mag, es ist so eine Hassliebe, die mich mit Alien Isolation ja. verbindet. Ich habe noch nie so ein frustrierendes Spiel ja. gespielt wie Alien Isolation. Ich habe mich tausendmal aufgeregt bei ja. Da gibt es übrigens demnächst wahrscheinlich auch noch ein Let's Play von. Da haben wir Bock, das nochmal nachträglich zu machen. Doch, ich sehe hier weit und breit keinen Imperialisten. Ach, wir können auch raus hier. Ach, deswegen vielleicht. Oh, jetzt habe ich auch ein Blatt geschossen. Okay, ich habe einen umgehauen. Umhauen geht viel besser als die Waffe. Achso, umgehauen hast du die? Ja, umgehauen. So mit dem Ellenbogen so. Oh, Mistkerl! Ja! Wir waren beide auf dem Weg und ich habe gesehen, dass du den gerade gekillt hattest. Ich wollte ihn nämlich bergen und hab's geschafft. Bam. Das ist ein guter Anfang. Nein, das ist ein scheiß Anfang. Wer ist eigentlich die Olle, die da die ganze Zeit redet? Prinzessin Leia. Oder Anakin Skywalker. Boah, Mist! Weggeschnoddert, den Bastard! Ich respawne immer irgendwie ganz weit weg von der Action. Ja, ich auch. Das habe ich bei Call of Duty schon immer gehabt. Da musste ich immer vollkommen. Boah, das gibt's über die ganze Map rennen. Boah, du schon 23 erst. Ich erst. Was machen meine Leute denn da? Nix. Ja. Ich glaube, die Imperialen sind mit Absicht schwächer. Die Imperialen sind mit Absicht schwächer. Da die so geil sind, dann müssen die mit dem Handicap starten. Ja. Yeah. Mach mal den Scan-Impuls. Oh! Das ist total geil, das Teil! Kann ich nämlich deine hässliche Visage ganz, ganz schnell sehen. Und wegballern. Das gibt's doch nicht.
Ja, doch, klar. Tötet ihn doch! Nein, machen die aber nicht. Ich hab zu viel Respekt vor der Rebellenallianz. Ja, ey, du hast schon 40. Ich hab nicht mal 10. Das Gewehr ist scheiße. Aber ich nehme das trotzdem. Oh! Ich werd unter Beschuss genommen. Ich hab dich da irgendwo gesehen. Nee, kann gar nicht. Oh! Oh! Mist, jetzt bin ich gefallen. Ja, klar, jetzt kommt das schnell. Ja, jetzt sammle ich auch alles. Mist, das habe ich in die falsche Richtung gemacht. Wo rennen die denn alle hin? Nach links. Die Bahnstraße. Was mich ja mal interessieren würde, was denn? Ist, ob unsere Zuschauer hören oder ob man erkennt, dass wir aus dem Norden kommen, aus Norddeutschland. So, was ist denn so dialektmäßig? Meinst du? Ach, ich weiß nicht. Aber wir kommen ja gar nicht aus dem Norden. Wenn ihr wisst, woher ich komme, schreibt es in die Kommentare. Oh doch, wir kommen aus dem Norden. Ich habe schon mehrfach bei... Ich hab schon mehrfach gesagt, dass ich das mache. Ah, ist ja geil. Hä? Ey, deine Leute sind so feige, ey. Wo sind die denn? Da ist sie. Boah, Wichser! Okay, jetzt müssen wir uns erstmal suchen hier. Ihr seid im anderen Haus, glaube ich. Sicher? Ja. Aber auf meiner Karte seid ihr vor mir. Wir geben die Action ab hier. Wieso kann ich den Zielimpuls denn jetzt nicht machen? Halten musste. Oh, du hast jetzt auch einen gemacht, ne? Ja. Man sieht die Welle auf sich zukommen. Ich halte, aber ich kann den nicht machen. Vielleicht hat man nur eine bestimmte Zahl. Anzahl? Weiß ich nicht. Ja! Mist. Und das war nicht mal ich. Du hast dich von einem meiner Kompagnons. Ja, den habe ich auch erledigt. Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja kacke. Ich kann scheinbar tatsächlich... Ja, es gibt eine gewisse Anzahl. Du hast noch 5, ich in 0. Mist. Ich häng hier an irgendwas fest. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gerannt. Scheiße. Okay, wo seid ihr, feige Schweine? Wirklich beeindruckend. Mist! Hast du heimlich auf dem Schießstand trainiert? Ja, ja, das frage ich mich aber auch. Ey, die Rebellen können ihre unqualifizierten Kommentare für sich behalten, ey.
Jungs, bleibt hier drinne. Jungs, kommt raus. Ich hab Kekse. Heißt das nach Come to the Dark Side, we have cookies? Ja. Wo bin ich hier denn? Auf der Dark Side. Of life. Of the moon. Scheiße, ey. Ich geh mal da raus. Ja, ich glaube, das war gut. Bist du jetzt wieder rausgegangen? Nee. Ach, du bist irgendwo oben. Oh! Oh, ja! So, und jetzt alles einsammeln hier. Gut, nicht nachlassen jetzt. So. Sie wissen nicht, wie Ihnen geschieht. Ich bin das Imperium. Ich bin wie ein wilder Tornado, der durch die Reihen der Allianz fegt. Du bist das Imperium. Du schlägst zurück. Auch voll auf die Fresse. Wem das nicht passt, dem wird ebenfalls auf die Fresse gehauen. Fette Beute. Nichts kann dich stoppen. Okay. Okay, spielt sich aber alles irgendwie drin. Ja. Scheiße! Jawoll! Okay. Na, wo ist das feige Rebellenpack? Versteckt ihr euch? Oh, oh, oh. Scheiße. Ja. Ey, in den Rücken schießen kann jeder, ey. Oh, hier kriegen wir nur 5. Ja, 8. Du meinst, warum das so ach, lange ja, dauert? Ja, das ist ja auf Heldengefecht, ja. Ne, wo wir so viel kriegen. Oh. Schubidu. Schubidu. Ja, das war diesmal ein bisschen knapper. Egal. Wieder ein glorreicher Sieg für die Rebellenallianz. Nee, 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 nee. 100 zu 82. Ach, naja, knapp kann man das nicht mehr. Naja. Spieler besiegt? Wieso habe ich denn nur 5 Spieler besiegt? Tja. Mich, glaube ich. Oder heißt das, dass ich 5-mal dich besiegt habe? Ja, das denke ich ja auch. Den anderen Spieler halt, ne? Ja. Ja. Okay. Das war's. Es steht, glaube ich, 4 zu 1, ne? In der Schlacht. Ach komm, das zählt überhaupt nicht. Doch, das zählt. Für mich zählt das. Ich habe ja den Wettkampfcharakter. Ja, klar. Ich spiele, um zu gewinnen. Ach so. Okay. Mich ärgert allerdings ein bisschen, dass wir in den mit vertauschten Accounts spielen. Ja, da kann ja jeder nachher sagen, ich hätte gewonnen. Donny016 hat Tobi voll in den Arsch getreten. Ach Quatsch. Nein, 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 nein. Deswegen haben wir ja darauf hingewiesen. Okay. Nächste Episode geht's dann die Schlacht Nummer 7? 6, ne? Glaube ich. Ich glaube, das ist eine Heldenschlacht. Okay. Ja, Nummer 6. 6. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Tschüss.